Ich möchte heute Morgen euch ein Wort bringen, das mein Leben total auf den Kopf gestellt hat, total verändert hat. Ein grundlegendes Wort, das vor allem man nicht unbedingt in jeder Gemeinde in der Art und Weise auch hört, aber doch so entscheidend ist. Da bin ich überzeugt, dass der Teufel alles dran setzt, damit man diese Erkenntnis nicht hat. Weil es hat alles damit zu tun, dass Gott uns gebrauchen kann, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, durch vielerlei Arten und Weisen, dass Gott uns gebrauchen kann, weil er genauso die Welt erschaffen hat durch sein Wort und er möchte, dass wir die Welt in Bewegung setzen durch unsere Worte. Und das ist mein Thema heute Morgen, das heißt die Macht der Worte, darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Und ich weiß, einige, die natürlich schon länger auch hier in der Gemeinde sind, die haben dieses auch immer wieder mal gehört. Aber man muss natürlich verstehen, wir haben immer wieder neue Leute. Und wenn man diese grundlegenden Dinge nicht immer wieder wiederholt oder wieder ins Bewusstsein ruft, weil ich weiß nicht, wie es du hast, ich muss mir das selber auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, die Wichtigkeit davon, dass Gott unsere Worte gebrauchen möchte, um unsere Welt zu verändern. Und das möchte ich dir anhand der Schrift und anhand des Wortes Gottes eben auch aufzeigen. Sprüche Kapitel 18 und Vers 21, Sprüche geschrieben von dem weisen Solomon, der seine Weisheit natürlich vom Herrn bekommen hat. Er hat hier in einem kurzen Vers hier etwas geschrieben, das von größter Wichtigkeit ist. Sprüche Kapitel 18 und Vers 21. Er sagt hier, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben steht in der Gewalt oder in der Macht, könnte man auch sagen, der Zunge. Was heißt der Zunge? Das heißt nicht das, was du schmeckst oder wenn du gerade Eiscreme isst oder so, sondern das heißt in dem, was du redest. Ja? Deine Zunge, wo du damit eben auch Worte formst. Und er sagt, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Man wird das essen, man wird das im Leben erfahren, was wir mit unserem Mund auch sprechen. Jakobus hat das auch. In Jakobus Kapitel 3, wenn ich gleich dazu springe, Jakobus in Kapitel 3 hat was Ähnliches gesagt hier, als er in diesem dritten Kapitel von der Wichtigkeit unserer Sprache auch spricht, hier ab Vers 3, Jakobus 3 und Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Seinen ganzen Leib, sein ganzes Leben. Und dann bringt er zwei Beispiele, damit man das so ein bisschen verstehen kann, weil der erste Gedanke ist, wie kann meine Zunge oder meine Sprache eine so große Auswirkung haben? Nun, er sagt hier, Vers 3, siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Mit dem kleinen Zaum, den wir in den Maul legen, wir bewegen es so und so ein starkes Tier, ja, können wir dadurch lenken, gebieten, das zu tun, was wir gerade von ihm wollen. Oder auch Vers 4, siehe auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch große Dinge. Siehe ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Also unsere Zunge oder unsere Worte, was damit gemeint ist, haben die Kraft in sich, unser Leben total zu beeinflussen oder eben auch das Leben von anderen. Deswegen sagt er hier, wir verfehlen in vielen, aber wer in der Zunge oder mit seinen Worten nicht verfehlt, nicht einfach nur daher plaudert, was Gottes Nächste ist, was aus dem Kopf rauskommt, sondern wir anfangen, Gottes Wort zu reden mit unserem Mund, mit unserer Sprache, so werden wir eben auch sehen, wie Gottes Willen auch in unserem Leben geschieht. Er sagt eben hier, wie mit einem Schiff, ein riesiges Schiff,
hat einfach eine Ruder. Und diese kleine Ruder, die bewegt dieses Ganze in die Richtung, die man es haben möchte. Also das Bild, das er uns hier klar geben will, ist, was machen wir mit unseren Worten? Jemand hat es mal so formuliert, wenn du im Leben nicht das hast, was du gerne haben möchtest, dann höre auch mal auf deine Worte, die du redest. Weil was du heute hast, ist das, was du gestern gesprochen hast. Und wenn du morgen was anderes im Leben haben möchtest, dann musst du anfangen, heute was anderes zu sagen, als was bisher gewesen ist. Nun, bringen wir es einmal auf den Punkt zurück, warum spielen unsere Worte so eine große Rolle? Gehen wir hier zum Hebräerbrief und Kapitel 1. Hebräerbrief 1 sagt uns hier, lesen wir ab Vers 2, er hat in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Bitte bemerkt hier, er spricht auch von der Schöpfung und so weiter, aber er macht folgende Aussage von Jesus. Er sagt hier seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Nun, wenn wir an die Schöpfung denken, oder 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, das heißt, und Gott sprach, es werde Licht. Stimmt's? Er hat nicht mit dem Finger geschnipst, er hat nicht einfach nur gedacht, hat nicht einfach nur mit der Hand gewunken. Hätte er eigentlich all diese Dinge tun können, ich weiß doch nicht, oder? Aber die Schrift sagt uns ganz klar, und Gott sprach. Und an der ganzen Schöpfungstagen, an allen Tagen, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Wir stellen hier auch fest, dass hier gesagt wird, dass er alle Dinge trägt oder festhält oder in ihren Räumen festhalten, alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Nun, ich würde meinen, wenn er das geschrieben hätte, er hätte doch schreiben müssen durch die Kraft seines Wortes. Oder? Durch die Kraft seines Wortes hält er alle Dinge ja, in Schranken, wie sie sind. Dass die Sonne nicht runterfällt, die Sonne nicht verbrennt, dass die Erde sich kreist und der Mond und so. All die Dinge, diese ganze Schöpfung bleiben genau in ihrer Bahn, wo Gott sie gesetzt hat. Und ich würde meinen, er würde sagen, durch die Kraft seines Wortes hat er das vollbracht. Aber eigentlich sagt er hier was anderes, indem er es so formuliert, durch das Wort seiner Kraft. In anderen Worten, Gottes Kraft wird ausschließlich durch sein Wort freigesetzt. Wenn er gesagt hätte, durch die Kraft seines Wortes, dann hätte man auch sagen können, ja, durch die Kraft seiner Hand, durch die Kraft dieses, durch die Kraft jenes. Es gibt verschiedene Sachen, die seine Kraft ausführen. Aber er hat gesagt hier, durch das Wort seiner Kraft. In anderen Worten, das Wort ist seine Kraft, seine Macht. Nun, als er den Menschen schuf, auch im ersten Buch Mose, es heißt dort ja unter anderem, er schuf den Menschen eine lebendige Seele. Es war höchst interessant, als ich auf ein jüdisches Kommentar gestoßen bin zu dieser Bibelstelle. Und in diesem Kommentar von den Juden haben sie geschrieben, nicht einmal, dass Gott den Menschen zu einer lebendigen Seele schuf, sondern im Kommentar steht, er schuf den Menschen zu einem sprechenden Geist. Zu einem sprechenden Geist. In anderen Worten, Gott gab uns die Fähigkeit, Worte auszusprechen, die von Bedeutung sind. Und wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind, ihm ähnlich und Gottes Wort eigentlich das ist, wodurch er Dinge formt und Dinge schafft. Was meinst du, wenn wir in seinem Bilde geschaffen sind, dass es auch so ist, dass Worte aus unserem Mund, wie Jakobus es schreibt, unser ganzes Leben lenkt. Unser ganzes Leben lenkt. Hebräerbrief, wir sind ja gleich da, Hebräerbrief 11 spricht sie auch von der Schöpfungsgeschichte hier als es über den Glauben lehrt, Hebräer 11 und
wenn wir hier lesen ab Vers 3, es heißt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten oder die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet oder geschaffen worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also hier drückt es auch noch einmal so aus, wie man es liest im ersten Buch Mose. Und Gott sprach, oder durch Worte. Er sagt ja, dass die Welten, dass die Schöpfung geschaffen worden sind durch Gottes Wort, durch Gottes Aussprache, durch sein Sprechen. Und genauso hat Salomon gesagt, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wenn wir es nicht lernen, die Wichtigkeit, das, was wir reden, das, was wir sagen, dann werden wir immer umhergetrieben und umhergeworfen von jeder Welle, welches daherkommt, weil wir nicht wissen, ja, was eigentlich unser Ruder ist, dieses hier. Unser Mund, unser Reden. Ist es nicht das auch, was Jesus auch gelebt hat, als er Mensch war und wandelte mit seinen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs war? Ein paar Beispiele hier in Lukas Kapitel 4, um dir das einfach nahe zu bringen, wie Jesus das gelebt hat, er wusste, dass seine Worte Macht haben. Und es ist nicht nur so, weil Jesus der Sohn Gottes war, das werden wir gleich sehen, weil auch seine eigenen Jünger, denen er Vollmacht gegeben hat, werden wir sehen, wie auch sie mit ihren Worten Macht hatten. Aber Lukas 4, ein Beispiel, Jesus ist hier unterwegs, er hat gerade an dem Morgen gelehrt, er kommt nach Hause, übernachtet bei Petrus und es heißt hier, wenn Sie hier in Vers 39 oder Vers 38, und er stand auf, ging aus der Synagoge in das Haus des Simon, Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber. Und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Befahl den, was? Nicht den Fieber. Er hat nicht die Schwiegermutter befohlen, sondern er befahl den Fieber. Wie kannst du ein Fieber, was ist Fieber? Wie kannst du zu einem Fieber sprechen? Weil Fieber ist etwas auch, was geschaffen ist, Teil dieser Welt ist. Und unsere Worte, Jesus wusste seine Worte, er musste nicht der Schwiegermutter sagen, du musst dies oder jenes tun, hat in dem Moment auch nicht Gott gefragt, Gott bitte heile den Fieber von der Schwiegermutter, sondern er sprach zum Fieber. Wir kennen ja eine weitere Situation unter vielen, Lukas Kapitel 8, ein paar Kapitel weiter hier, Lukas Kapitel 8 und Vers 23, und es heißt, und auf der Fahrt im Schiff, aber schlief Jesus ein, da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und es wurde still. Und da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Was hat Jesus hier gemacht? Er hat nicht, wie wir einfach so meinen könnten und würden denken würden, so wäre es doch richtig gewesen, dass Jesus zu Gott dem Vater im Himmel spricht, lieber Gott, bitte mach, dass dieser Sturm aufhört. So würden die meisten beten. Ja. Aber Jesus hat nicht zum Vater gebeten, dass er soll was tun, sondern er sprach zum Wind. Hat der Wind Ohren? Scheinbar doch. Scheinbar doch in dem Sinne, dass die Worte, die gesprochen werden, auch von Jesus Christus selber, nicht nur damals in der Schöpfung, als Gott sprach, es werde Licht, sondern die Worte Jesus, er wusste selber, dass wenn er Worte spricht, dass die etwas bewirken. Sogar der Teufel versteht das. Könnt ihr euch erinnern an die Versuchung von Jesus in der Wüste? Wie der Teufel zu ihm kommt mit der ersten Versuchung und sagt zu ihm, Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Sprich zu den Steinen. Auch der Teufel selber weiß die Macht der Worte, die es gibt. Sprich. Nun, aber das ist nicht nur bei Gott, nicht nur bei den Jüngern, sondern wir wurden im Bilde Gottes geschaffen, ihm ähnlich.
Und somit, wenn wir hier anschauen, in Lukas Kapitel 10, ein paar Kapitel weiter, Jesus beruft hier nicht nur jetzt die 12 Apostel, sondern er erwählt 70 Jünger, 70, von denen wir die Namen derer nicht kennen. Sie waren einfach Nachfolger Jesus, so wie auch wir Nachfolger Jesus sind. Und Jesus gibt ihnen den Auftrag, sie sollen sich in Zweiergruppen aufteilen und in die Städte hineingehen und sie sollen dort die Kranken heilen, sie sollen Dämonen austreiben, sie sollen dort in das Reich Gottes verkündigen. Und siehe, sie kommen zurück und berichten Jesus, was passiert ist. Nun, wie haben sie es gemacht? Hier sehen wir, wie sie es gemacht haben, in Kapitel 10, Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere, sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Dann springen wir zu Vers 17 eben. Als sie dann zurückkehrten mit Freuden, sprachen sie: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Uns untertan. Ich würde meinen, sie müssten doch hier sagen, auch die Dämonen sind Gott untertan in deinem Namen. Aber sie sind nicht in die Städte gegangen und haben etwas anderes gemacht, als was sie Jesus gesehen haben, wie es er gemacht hat. Sie hatten erlebt, wie Jesus zum Fieber sprach, wie Jesus zum Sturm sprach, wie Jesus in verschiedenen Situationen einfach gesprochen hat. Natürlich gibt es den Bereich, wo auch Jesus zum Vater gebetet hat, im Garten Gethsemane: Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also nicht so, dass wir nicht mehr zu Gott, dem Vater, beten. Aber indem, dass wir einen Auftrag haben, ist es wichtig zu verstehen, dass auch unsere Worte, wie derer die 70, die selber erstaunt waren darüber, als sie kamen. Wow. Ja. Selber erstaunt waren darüber, ja, dass auch die Dämonen, was heißt auch? Ja, was war ihr Auftrag? Kannst du es hier dann auch lesen? Heilt die Kranken, weckt Tote auf. Was auch immer der Auftrag von Jesus war, verkündet das Reich Gottes, geht in diese Städte. Und sie sagten, auch die Dämonen, also auch die bösen Geister, Depressionen, aber Krankheiten sind uns, als wir geboten haben, untertan in deinem Namen. Worte haben Macht in sich, haben Macht. Nun, ich hatte mal gehört, einige von euch haben das natürlich schon gesehen, aber ich hatte mal gehört, dass man das selber eigentlich mal auf die Probe stellen kann, wie Worte Macht haben, Dinge zu verändern. Und so hatte ich gehört von einem Reisexperiment. Und ich möchte das euch, diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, einfach mal vor Augen führen. Ich hatte damals am 1. Januar 2017, habe ich zwei Gefäße genommen aus der IKEA und habe sie gefüllt einfach mit gekochtem Reis, weißem Reis, ganz normal. Und ich habe diese genommen und ich habe dann jeden Morgen in meiner Andachtszeit zu Hause, als ich in meinem Zimmer war, habe ich die kurz aufgemacht und über den einen einfach gesprochen, ohne Emotion, aber einfach gesagt: Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Dreimal: Ich liebe dich. Habe es wieder zugemacht, wieder hingelegt, habe den nächsten aufgemacht, habe gesprochen über den zweiten und gesagt: Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Aber ohne Emotionen. Also ich habe nicht einfach gesagt: Oh, ich liebe dich. Wir machen: Ich hasse dich. Also einmal die Worte gesprochen. Und so habe ich das gemacht, ja, einen ganzen Monat lang. Und siehe, so hat es sich dann entwickelt beim nächsten Bild am 1. Februar. Das Gefäß, das hier auf der rechten Seite ist, da hatte ich immer darüber gesprochen, jeden Morgen dreimal: Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Und das andere dreimal: Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Einfach nur so. Nicht lange, nicht eine halbe Stunde, nur dreimal. Dachte, wow, krass. Dann noch einmal fast einen Monat später, am Ende April, sah es dann so aus. Das eine ist wirklich mehr und mehr schwarz und das andere fällt einfach in sich, einfach zusammen natürlich. Da dachte ich mir, das kann doch nicht, ist das wirklich wahr? Ist das einfach nur ein Zufall? Und so habe ich mir gesagt, also das muss ich noch einmal machen. Und so habe ich dann am 1. Mai habe ich ein weiteres Experiment einfach bei mir gemacht und ganz hinten seht ihr die anderen zwei, die ich schon gemacht habe. Da habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehme ich aber vier Gefäße. Ich mache das Ganze noch einmal von vorne. Und dort, wo ganz links, da habe ich gesagt, noch einmal: Ich liebe dich. Das zweite mit H: Ich hasse dich. Das dritte dachte ich, machen wir mal was anderes. Ich habe gesagt auf Englisch: I bless you, I bless you, I bless you.
Und beim letzten, beim C, habe ich gesagt, I curse you, I curse you, I curse you. Und ich habe dafür geschaut, dass ich immer die Gefäße immer ein bisschen verschoben habe, nicht, dass eines mehr Licht gekriegt hat als ein anderes. Also ich habe das immer wieder anders gemacht und verlegt. Und ja, dann also ungefähr ein Monat später sah es dann folgendermaßen aus. So hat sich das entwickelt. Dass das Gefäß mit L und das Gefäß mit B, wo es heißt, ich liebe dich, ich segne dich, ja, eigentlich weiß geblieben ist, und die Gefäße mit ich hasse dich und ich verfluche dich, oder sind da dunkler geworden als die anderen. Ich habe diese Dinge immer noch, sechs Jahre später. Ich wollte mal was mitbringen, aber ich dachte, ich lasse es lieber sein. Herr, es ist interessant, also jemand anders hat mich darauf hingewiesen, dass das wirklich so ist. Natürlich, man könnte das noch einmal, ist nicht wissenschaftlich jetzt so, aber ich muss sagen, es hat mich schon in Erstaunen versetzt, als ich dann ein zweites Mal, dass es ausgerechnet wieder so genau kam, bestätigt eigentlich nur das, was sowieso der Fall ist, dass unsere Worte spielen eine wichtige Rolle. In Matthäus in Kapitel 8, wir haben hier die Begegnung von Jesus mit einem römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt und ihn bittet, für seinen Knecht, für seinen Diener zu beten. Matthäus 8, und ich möchte hier lesen, ab Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Man muss verstehen, dass es war verboten in der damaligen Gesellschaft, dass ein Jude unter das Dach eines Heiden geht in sein Haus. Und das wusste der Hauptmann, hat gesagt: Jesus, du kriegst nur Ärger. Du brauchst keinen Ärger zu kriegen, ist gar nicht nötig. Ich weiß nicht, wenn ich der Hauptmann gewesen wäre, hätte ich gesagt: Das auch um bitte, ja. Jedes bisschen helfen. Ja, komm bitte, legen die Hände auf und leg dich auf ihn drauf, wie Elisa das schon gemacht hat. Und was weiß ich, was notwendig? Ja, komme. Jesus hat gesagt, er kommt. Also er hielt nicht unbedingt von der Kultur der damaligen Zeit, gesagt, ich komme. Mir spielt das keine Rolle. Aber der Hauptmann sagte, nein, ist gar nicht notwendig. Ist gar nicht notwendig, dass du kommst. Weil, was sagt er hier, wenn wir weiterlesen in Vers 8, der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du in meinen Garten kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, habe Kriegsknechte unter mir. Wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Wenn zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und Jesus sprach dann über den Knecht und der Knecht wurde gesund. Jesus, als er auch im Sturm war mit seinen Jüngern und sie ihn aufweckten und sagten: Jesus, wir ertrinken hier. Jesus stand auf und sprach zum Sturm und er fragt seinen Jüngern: Wo ist euer Glaube? Was ist Glaube? Glaube heißt auch zu vertrauen, dass Gott dir Macht gegeben hat, auch mit deinen Worten Dinge zu sprechen. Wie auch die Jünger, die zurückkamen und sagten, auch die Dämonen sind uns untertan. Und dieser römische Hauptmann sagt: Ich erkenne Jesus, du brauchst nur ein Wort zu sagen. In deinen Worten liegt die Kraft auch auf Distanz. Gottes Willen, Gottes Verheißung zustande zu bringen, brauchst es nur zu sprechen. Du brauchst gar nicht deine Hand aufzunehmen, brauchst gar nicht vor Ort zu sein. Worte haben Kraft genug. Und Jesus selber wird in Erstaunen versetzt von diesem römischen Hauptmann, der kein Jude war, von diesem römischen Hauptmann, der aber verstand, weil er auch wusste, dass wenn er nur ein Wort sagt zu seinem Diener, dann macht man es, ja. Nicht so wie da im Schweizer Militär, manchmal, ja. Aber in der römischen Armee, da sagte er was und da geschieht's. Und so verstand er: Jesus, wenn du was sagst, wenn du was sprichst, wenn du zum Fieber sprichst, wenn du zu meinem gelähmten Knecht einmal nur sprichst und es sagst, so ist es erledigt. Und Jesus sagt: Wow, was für großer Glaube.
Glaube beginnt nämlich auch dort, dass wir vertrauen, dass was wir mit unseren Worten sprechen und sagen, haben Macht in sich. Was ist es, was wir sagen? Wir müssen manchmal selber zuhören, was wir immer wieder sagen. Ist es nicht so leicht, eher zu murren und zu beklagen und zu sagen, was die Probleme sind und ich schaffe es nicht, wir werden nicht schaffen, wir werden untergehen, wir werden nicht genügend Geld haben, ja, ich werde sterben. Ist es nicht einfacher, immer wieder das Negative zu sagen, immer wieder zu sagen? Aber es sagt, Glaube heißt, wisse, was Gottes Verheißung ist und fang an, das zu sagen, was Gott sagt. Was Gott sagt. Was sagt er über dir? In Römerbrief Kapitel 4 und Vers 17. Römer 4, Vers 17. Wir haben hier einen Mann namens Abraham, zu dem Gott gekommen ist in seinem Alter und auch zu seiner Frau und ihnen die Verheißung gegeben hat, dass sie in ihrem Alter ein Kind haben werden. Und seine Frau Sarah war bereits schon über das Alter hinaus und er sowieso ja auch. Und hier lesen wir in Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, wie geschrieben steht, hier ist die Verheißung, die er bekommen hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Der dem ruft oder dem sagt, was nicht ist, was noch nicht sichtbar ist, was noch nicht manifest ist, berührbar ist, als wäre es schon da. Das ist wie bei der Schöpfung. Was hat Gott gesagt in der Schöpfung? Hat er einfach gesagt, Licht sei. Also eigentlich im Hebräischen steht eben dort nur Licht. Gott hat nur Licht gesagt und bang, da war Licht. Hat es nur gesprochen. Und hier heißt es von Gott, wie ist er oder wie handelt er, wie lebt er? Er sagt das, was vielleicht noch nicht ist, noch nicht sichtbar ist, spricht es, wie wenn es schon da ist. Es heißt hier nämlich weiter, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, das ist Abraham, gemäß der Zusage, so soll dein Glaube dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ja, dass wir lernen müssen zu lachen mitten in der Anfechtung drin. Dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Was Gott gesagt hat, was Gott verheißen hat, das wird zustande kommen. Und was hat Gott gemacht mit Abraham? Die Story könnt ihr lesen. Er kam zu ihm und sagte Abraham, das war sein Name, Abraham. Er sagte, von nun an heißt du Abraham. Nicht mehr Abraham, Abraham. Nun, Abraham bedeutet, im Hebräischen bedeutet großer Vater. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und genauso hat er auch den Namen von Sarai geändert auf Sarah. In anderen Worten, dass sie nicht nur die Prinzessin nur ist von Abraham, sondern dass sie eine Prinzessin von vielen sein wird. Er änderte ihren Namen, genauso wie auch den Namen änderte von Simon zu Petrus. Jesus gab dem Simon den Namen Petrus. Petrus bedeutet ein Stein, etwas Festes. Petrus war alles andere als das. Aber er wurde das, was Gott zu ihm sprach. Warum tut denn Gott sowas, dass er seinen Namen ändert hier von Abraham auf Abraham? Was soll das? Es hat eine besondere Bedeutung, dass Abraham anfing, sich selber Abraham zu nennen. Weil mit 75 Jahren bekam Abraham die Verheißung Gottes, dass er mit seiner Frau Sarah ein Kind haben wird. Aber die Jahre vergingen. Und nach 14 Jahren oder so, dann sagte die Sarah, ja, vielleicht haben wir es falsch verstanden. Vielleicht kannst du die Hagar, unsere Magd, als Leihmutter nehmen. Und durch sie werden wir dann Nachkommen haben. Und so wurde Ismael geboren. Und da kam Gott und sagte, nein, ich habe nicht gesagt Hagar, ich habe gesagt Sarah. Und so vergingen weitere Jahre. 24 Jahre vergingen, als Gott
zu ihm kommt und ihn endlich mal auf die Sprünge hilft und sagt, Abram, okay, du musst anfangen, das zu sagen, was ich sage von dir. Wenn du anfängst, das auszusprechen, was ich dir sage, dann wird anfangen, das zu wirken in deinem Leben. Da wird dein Leben wie ein Ruder anfangen, in die Richtung zu lenken, welches ich für dich habe. Aber solange du es nicht aussprichst, solange du es nicht sagst, ja, geschieht nichts. Und so fing Abraham sich Abraham zu nennen. Das war mit 99 Jahren. Und ja, mit 100 Jahren hat er seinen Sohn gekriegt. 9 Monate für die Schwangerschaft. Also irgendwann in diesen 3 Monaten ist es passiert. Natürlich musste Abraham seinen Teil dazu beitragen. Ja. Man muss auch handeln. Er musste auch handeln, nicht nur reden. Mit Reden kriegst du kein Kind. Wisst ihr das? Ja, aber er hat auch gehandelt. Abraham zu Abraham. Er sprach das, was Gott sagte, und es fing an, Dinge sich zu verändern. Schau mal im Hebräerbrief in Kapitel 3. Das Neue Testament ermutigt uns, anzufangen, das zu sagen über uns, was Gottes Verheißung ist. Natürlich, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt fragt, wie geht's dir, da kannst du nicht einfach nur sagen, ja, im Namen Jesus geht's mir gut. Ja, dann fragt er ja, warum sind sie denn da? Okay, also wenn du zum Arzt gehst, dann musst du natürlich ihm auch sagen können, da tut's weh, da habe ich ein Problem, etc. Aber was du nicht tun musst, ist, dass du 100 Leuten anrufst und sagst ja, oh, mir tut's da weh, ich habe dieses Problem, das Problem und jenes. Und wir reden ständig vielfach mehr das Problem, als was wir eigentlich die Antwort reden. Ich bin erinnert bevor ich da zum Hebräerbrief komme, an das Zeugnis von John Austin. John Austin, der früher ja der Pastor war, der Vater ja ist von Joel Austin, von der großen Gemeinde in Amerika. Und er schreibt in seinem Buch, das Wunder ist in deinem Munde. Das ist ein uraltes Buch, das habe ich schon x-tausend Mal schon gelesen, um mich selber darin zu ermutigen. Und ich kann auch selber sagen, ich habe auch in meinem eigenen Leben nie etwas von Gott erhalten, das ich selber im Glauben annehmen wollte, ohne dass ich es mehrfach selber sprechen musste mit meinen eigenen Worten. Obwohl das immer wieder manchmal schwierig ist, zu sagen, was nicht ist, als wäre es schon da. Ich will reden über das, was ist. Ich habe Schmerzen, ich habe Probleme, ich habe kein Geld, ich habe meine Kinder gehen nicht mit dem Herrn, etc., dass man immer redet, das Negative ist so viel einfacher, als zu sagen, nein, im Namen Jesus bin ich geheilt, im Namen Jesus habe ich genug, um all meine Rechnungen zu bezahlen, im Namen Jesus habe ich die Weisheit für die Prüfung, die ich brauche. Dass man es nicht nur einmal sagt, sondern sich immer wieder wiederholt. Ich lese euch ein kurzes Beispiel hier von ihrer eigenen Tochter, die geboren wurde. Er schreibt hier, diese Story. Ich erinnere mich daran, als unsere Tochter geboren wurde. Meine Frau ist eine examinierte Krankenschwester. Sie wusste sofort, dass Lisa nicht normal war. Der Arzt, der sie entband, wusste es. Unsere Kinderärztin bestätigte es später. Sie sagte, Lisa hätte einen Geburtsfehler. Sie würde unter so etwas ähnlich wie Gehirnlähmung leiden. Das kleine Kind hatte keine Muskelkraft in seinem Körper. Sie zeigte keine Saugreflexe. Sie konnte niemals ihren Kopf vom Bett hochheben, nicht einmal ein ganz klein wenig, bis sie 5 Monate alt war. Sie hatte niemals genug Kraft, um zu krabbeln. Sie rutschte einfach im Sitzen über den Fußboden. Wir beteten für ihre Heilung, aber nichts schien zu geschehen. Sie sah immer gleich aus. Warum tat dieser wunderbare Jesus nicht etwas? Wir begrenzten den Heiligen Israels. Wo war unser Wunder? Es war in unserem Mund. Meine Frau Dodi und ich entschlossen uns, so gut wir es wussten, unseren Mund zu öffnen, das Wort zum Heil, zur Heilung zu bekennen. Das waren traurige und dunkle Tage für uns kämpfende Baptisten. Sie waren aus einer Baptistengemeinde und es war für sie alles völlig neu. Aber Gott ist so barmherzig und mitfühlend. Wir nahmen diese Verheißung und fingen an, sie zu bekennen, trotz des schlechten Aussehens unserer Tochter. Wir erklärten, durch seine Striemen ist sie heil geworden. 1. Petrus 2,24. Wir legten ihr die Hände auf, denn das Wort sagt, sie wird sich wohlbefinden. Markus 16,18. Sie ist dabei, gesund zu werden. Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Johannes 14,13.
Wir bekannten, Jesus tut es, Jesus tut es. Wenn man uns sagte, wie schlecht sie aussehe, danach ihr fragte, versuchten wir zu antworten, was Gott sagte und nicht, was wir mit unseren Augen sahen. Monate vergingen. Sie hatte sich nicht verändert. Wo ist das Wunder? Wo bleibt das Wunder? Es war in unserem Mund. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt die Bibel. Wir stellten uns auf die Seite der Verheißung Gottes und gegen die verlogenen Symptome des Teufels. Gott lächelte und sah uns zu. Jesus war nahe. Im fünften Monat hob sie den Kopf vom Bett hoch, als sie auf dem Bauch lag. Der himmlische Vater erfüllte sein Wort. Meine Frau wusste, dass es ein Zeichen für Anormalität ist, wenn ein Baby im siebten Monat nicht allein sitzen kann. Der fünfte Monat kam und ging vorüber, so auch der sechste. Satan sagte uns tausende von Male, sie würde nie normal werden. Aber wir hatten ein Wunder in unserem Mund und wir bekannten es immer wieder bis zum Heil. Gerade als die letzten kritischen Tage jener Monate, an denen sie alleine hätte sitzen können müssen, wie im Fluge vergingen, drehte sie sich um und saß alleine auf. Ich bin sicher, dass die Engel, die das mitverfolgten, in ein himmlisches Lied zum Preise Gottes über seine Liebe und Treue zu seinem Wort eingestimmt haben. Ich bin sicher, unser gelobter Jesus lächelte glücklich über unsere Freude, denn er hatte uns alle unsere Sünden, Krankheiten, Schmerzen auf sich geladen und unsere Heilung erkauft. Dies war der Wendepunkt. Von da an entwickelte sie sich normal. Sie ist jetzt, während ich dieses schreibe, 12 Jahre alt. Nun, heute ist sie eine erwachsene Frau. Sie leitet mit ihrem Ehemann zusammen eine Gemeinde in Texas. In jederlei Hinsicht total normal. In jeder Hinsicht hat sie sich prächtig entwickelt und ist ein ganz normales Kind. Unser Kinderarzt sagte, es sei ein Wunder von Gott. Ja, das Wunder war in unserem Mund. Wir bekannten es laut und die Heilung, die kam. Und wir lesen das natürlich in wenigen Sekunden hier, diese Story. Aber es waren Monate. Monate, wo sie das sahen, was ist. Der Teufel wollte ihnen sagen, es wird nie anders werden. Aber Gott ruft dem, was nicht ist, was noch nicht geschehen ist, was noch nicht sichtbar geworden ist, als wäre es schon sichtbar, als wäre es schon da. Gott ruft, Licht sei. Jesus sprach, Sturm sei still. Und der Sturm legte sich. Jesus sprach zu der Fieber der Schwiegermutter, weiche im Namen Jesus. Und der Fieber verschwand. Die 70 Jünger gingen aus und sie sprachen und bekannten und nahmen ihre Vollmacht über Krankheiten und Dämonen. Und auch sie mussten ihnen auch gehorchen. Was ist unser Bekenntnis heute? Mit diesem hier möchte ich abschließen, was im Hebräerbrief steht. Hebräerbrief, Kapitel 3. Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Wir haben einen hohen Priester. Ein hoher Priester ist jemand, der dafür schaut, ja, dass wir Zugang haben, Zugang zu Gott haben. Es heißt, der hohe Priester und Apostel unseres Bekenntnisses. Das Wort Bekenntnis in der griechischen Sprache ist eine Zusammensetzung zwischen zwei Wörtern. Und das Wort Bekenntnis bedeutet dasselbe sagen wie, dasselbe aussprechen wie jemand anders. Also du bekennst nicht einmal nur das, was du denkst. Bekenntnis heißt, du bekennst das, was Gott sagt. Hier lesen wir weiter im Kapitel 4 und Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. An unserem Bekenntnis, dasselbe zu sagen, was auch Gott sagt. Nicht nur bezüglich Rettung, dass wir unsere Sünden vergeben sind, dass wir ein Kind Gottes geworden sind, auch wenn wir nicht uns danach fühlen, sondern auch jede andere Verheißung. Es wird noch einmal erwähnt im Hebräerbrief Kapitel 10 und Vers 23. Es heißt, lasst uns festhalten am Bekenntnis, dass wir dasselbe sagen wie er. Das Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat.
Das ist, was Abraham tat. Er hielt fest an der Bekenntnis zu sagen, ich heiße nicht nur großer Vater, ich heiße jetzt Vater vieler Völker. Das ist mein Name. Und alle seine Nachbarn dachten, der ist ein bisschen durchgerot. Aber er sagte das, was noch nicht ist, als wäre es schon da. Und wenn uns gesagt wird hier, wir haben einen hohen Priester, wir haben jemanden, der sich für uns einsetzt, dass das, was wenn wir da sprechen, was Gott sagt. Ich will das Thema dann nochmals aufgreifen in 2 Wochen, nachdem Marilyn da gewesen ist, noch ein bisschen tiefer zu gehen, werden wir sehen, wie auch Gott kam zu Propheten Hesekiel, ihm zeigte das Tal der Totengebeine und ihm sagte, was er sagen sollte. Und erst als er das sprach, was Gott ihm sagte, ist etwas geschehen. Ich war Gottes sagte. Wir werden den Feigenbaum anschauen, wo Jesus die Lehre über den Glauben gibt, seinen Jüngern lehrt und ihnen sagt, wie sie sprechen sollten zum Berg und der Berg wird sich versetzen. Unsere Worte, was du sagst, spielt eine entscheidend wichtige Rolle, hat Kraft in sich, Dinge hervorzubringen, zu schaffen. Sag ihm, was ist dein Bekenntnis? Wenn du Schmerzen hast, wenn dein Bankkonto nicht genügend drauf ist, wenn du hörst vom Chef, dass sie Leute entlassen müssen, du nicht weißt, ob es auf dich treffen wird. Was ist dein Bekenntnis? Was sagst du dann? Sagst du dasselbe, was Gott sagt, dass er dein Versorger ist, dass er dein Heiler ist, dass er derjenige ist, der da schaut für dich? Oder sagst du, oh nein, mich wird es genauso treffen. Oh, Grippesaison kommt wieder. Ich wette, es trifft mich wieder. Nun, damit sind wir nicht gefeit vor Angriffen, aber wir müssen wissen, wir können mit geistlichen Waffen kämpfen hier. Über die Natürliche hinaus. Jesus sprach, wo ist euer Glaube? Glaube beginnt darin. Nicht, dass wir eine Bibelschule besuchen, viel Kopfwissen haben. Glaube beginnt darin, dass wir anfangen, das zu sagen, was Gott sagt. Denn seine Verheißungen sind ja und Amen. Das letzte Wort, 2. Korinther 4, Vers 13. Er sagt hier, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Was ist der Geist des Glaubens? Hier sagt es, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Ich möchte dir ans Herz legen, was auch immer deine Angriffe sind, oder auch deine Zurückhaltungen sind. Fang an zu sagen, was noch nicht ist, als wäre es schon da. Sag, ich bin freimütig. Sag, wenn ich Hände auf Kranken lege, sie werden genesen. Sag, wenn ich den Dämonen gebiete, auch sie müssen verschwinden. Sag, im Namen Jesus, mein Körper ist heil. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt worden, als er am Kreuz sein Blut vergossen hat. Im Namen Jesus. Fang an, das mehrheitlich zu sagen. Nicht nur zu denken. Gott hat nicht gedacht und es war Licht. Sondern der Geist des Glaubens spricht. Den Goliath wirst du nur so erlegen wie David. Was hat David getan? Er hat nicht einfach nur gedacht, den werde ich erlegen, sondern er sprach zu Goliath. Und er sagte, ich nehme deinen Kopf von dir heute. Und rannte auf ihn zu. Halleluja. Lass uns den Kopf des Feindes nehmen, heute Morgen und in dieser kommenden Woche. Geh dran, fang an, wie Jakobus uns sagt, dein Ruder zu setzen, damit du nicht mit jedem Wind des Teufels und der Welt und den Umständen umhergeworfen wirst und weißt gar nicht, in welchen Hafen du reinkommst. Wir landen in Häfen, die wir überhaupt nicht sein wollen. Aber du hast eine Ruder und das sind unsere Worte. Mit dem können wir steuern. Und vielleicht ist es nicht gerade am nächsten Tag schon oder am übernächsten, sondern dass wir genauso einfach Geduld haben. Denn auch die Ruder, du weißt, jedes große Schiff, in dem du den Ruder einfach lenkst, es braucht eine Zeit, bis das Schiff sich dreht. Und am Anfang meinst du, überhaupt nichts geschieht. Aber langsam merkt man, wie es sich dann dreht und dreht und dreht. Deswegen gib nicht auf. Sei
geduldig, denn das heißt, mit Geduld, mit Glauben und Geduld erben wir die Verheißungen. Steht auf mit mir, bitteschön. Halleluja, Jesus, wir wollen dir einfach danken für deine Anweisungen, Herr, die du uns gibst durch das Wort Gottes. Herr, dass wir erkennen können, dass wir nicht ausgeliefert sind einfach dieser Welt, sondern dass du uns Vollmacht auch gegeben hast, dein Wort für unser Leben in Anspruch zu nehmen, Herr. Und zu wandeln, Herr, in der ganzen Fülle deines Wortes. Und so wie du auch gesagt hast, Herr, wie wir auch gerettet werden können, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, Jesus als Herrn, so werden wir gerettet und befreit und freigesetzt, Herr. Und Jesus, vielleicht mag es jemand hier sein in unserer Mitte heute Morgen oder auch im Livestream, der nicht mit Sicherheit die Sicherheit in seinem Herzen hat, dass wenn sie jetzt sterben würden, dass sie wirklich wüssten, sie wären bei dir im Himmel. Vielleicht haben sie gefehlt in vielerlei Hinsicht. Vielleicht haben sie sich schon mal für dich entschieden, aber irgendwas hat sie aus der Bahn geworfen. Dass sie nicht mehr voll und ganz für dich gelebt haben, ihren eigenen Weg gegangen sind. Aber heute Morgen, Herr, mein Gebet ist für jeden Einzelnen, Herr, dass man ganz neu und ganz frisch ist, sich entscheidet, die Ruder in die Hand zu nehmen, zu bekennen, Jesus, du bist Herr. Führe du, leite du, lass den Wind des Heiligen Geistes unsere Segel füllen, um in die Richtung zu fahren, welches du für uns hast. Häupte geneigt, Augen geschlossen, kurzen Moment hier. Wenn das dich betrifft, dann bitte ich dich einfach mit mir, dieses Bekenntnis, dasselbe zu sagen, was auch Gott sagt über dich, was er für dich auch getan hat, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Das gemeinsam sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft. Vergib mir alle meine Schuld. Und ich bekenne heute Morgen, Jesus, du bist mein Herr. Ich folge dir nach. Und ich danke dir für Vergebung. In Jesu Namen. Amen. 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 Selbe sagen wie. Das setzt das Gottes Kraft frei, welches in diesen Worten ist. Dieses hier alleine, wie auf dem Bild, den wir gehabt haben, dieses hier alleine schwarz auf weiß gedruckt, wird nichts ändern. Aber wenn du die Worte nimmst, die da drin sind, und anfängst, sie zu sprechen, Worte zu formen mit dem, dieselbe Kraft, die das Universum geschaffen hat, liegt in diesen Worten, wenn wir sie in unseren Mund nehmen und anfangen zu sprechen. Fordere dich heraus, mach das Reisexperiment, würde mich interessieren. Muss einmal ein bisschen dranbleiben, ja? Würde mich interessieren, bei wem das auch so ist. Ich hätte eigentlich nicht erstaunt sein sollen, weil ich weiß, es ist eigentlich so. Aber dass es so konkret sichtbar ist. Und die Wissenschaft immer mehr entdeckt sie, wie Schallwellen Kraft haben, ja, Dinge zu verändern. Schallwellen, die wir aussprechen, wie sie eigentlich immer da bleiben. Sie hören nie auf. Ganze Quantenphysik und all das Zeugs, da, was es da gibt. Halleluja. Aber wir wissen, was wirkt, weil das Wort Gottes es uns sagt. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte mit euch hier ein Bekenntnis, ein gutes Bekenntnis noch weiterhin sagen mit dir. Lade dich ein, mir einfach einige Worte nachzusprechen vom Wort. Das ist, was ich auch tue. Jeden Tag von Neuem. Ich spreche das einfach aus. Und ich sage dir, auch wenn ich vielleicht müde aufgestanden bin und was, nachdem ich das einfach bekannt habe, nicht nur gedacht, nicht nur gelesen, sondern gesprochen habe, ich sage dir, ich fühle mich so, als ob ich Bäume ausreißen könnte. Auch wenn ich am Anfang vielleicht niedergeschlagen, betrübt war, was kommt jetzt in dieser Woche, diese Probleme, das und jenes, aber indem ich das Wort nehme, lade ich ein, mit mir dies zu sagen. Ich bekenne mit meinem Mund den Herrn Jesus und glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Deshalb bin ich gerettet.
Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin in Christus. Ich bin ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Und alles ist neu geworden. Ich habe einen neuen Vater im Himmel. Ich habe ein neues Leben. Ein ewiges Leben. Ich habe eine neue Bürgerschaft. Und die ist im Himmel. Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus. Ich vermag alles durch Christus Jesus, der mich stärkt. Ich kann den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Gott hat mir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe den Geist der Kraft in mir. Ich habe den Geist der Liebe in mir. Ich habe den Geist der Besonnenheit in mir. Ich bekenne heute, dass dies ein guter Tag ist. Ich bin durch die Wunden Jesu geheilt. Heute bin ich mit der Freude des Herrn erfüllt. Mit dem Frieden des Herrn erfüllt. Mit der Weisheit des Herrn erfüllt. Mit dem Heiligen Geist erfüllt. All dies gehört mir heute. Und ich bekenne, dass ich heute jemandem helfen will, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu finden. Dies ist mein Bekenntnis. Und ich danke dir, Vater, dass dein Wort durch meinen Mund gesprochen wirksam ist am heutigen Tag. Amen. Amen. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Das sind Worte aus der Schrift genommen, jeden Tag von neuem sprechen. Lieber Herr, ich danke dir, dass wir alle unseren Ruder in unsere Hand nehmen, Herr, ganz bewusst oder noch bewusster, Herr, als jemals zuvor, Herr, und anfangen wirklich auf den Weg zu fahren, welches dein Wort uns versprochen hat, Herr. In allen Bereichen unseres Lebens. Setz uns, Herr, zu einem Segen, Herr, in dieser heutigen Zeit. Und wie wir es gehört haben, in einem guten Zeugnis von Doris, Herr, in einem Zeugnis von Ruth, Herr. Herr, in dem wir gehört haben heute Morgen, Herr, wie wir dieser Welt, Herr, Gutes tun können, Herr. Hoffnung bringen, Herr, und die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, weitergeben. Gebrauche du uns in dieser Woche, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort wahr ist über uns. In Jesus' Name. Amen. Amen. Amen.